So. Haben wir auf jeden Fall einen schönen Weg, der das ganze Feld einmal umkreist. Und das finde ich ja schon mal was wert. Na. Gut. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es, dann ist der Weg fertig, dann können wir anpflanzen. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. So. Gut. Bam, bam. Bam. So. Und du gehst weg. Und du auch. Gut. Und dann machen wir hier... Ja, ich glaube, so müsste es passen, oder? Habe ich noch? Ne, ist auch schon wieder alle. Na komm dann. Nehmen wir das hier gleich auseinander. Wir können gleich alles setzen. Doch, gefällt mir gut. Pfui mal. So, wie viel Stein hast du denn noch für mich? Oh, schön, das ist ordentlich. Aber ich glaube, das reicht mir noch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube doch, dass ich das mit den Feldern noch mache vorher. Dass da unten ein vernünftiger Stein reinkommt. Und nicht einfach nur Erde. Ja, vielleicht sollte ich auch genug Cobblestone für mich mitnehmen. Für den Weg ein für alle Mal fertig machen können. Ups. Wieso habe ich die Diamanten dabei? Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte das nicht. So, und jetzt. Ganz richtig schön. Oh, was war das? Wo? Aha. Jetzt habe ich eigentlich schon wieder so viel Erde dabei. Ups. So. Das Ärgerliche ist mit diesen Cleanstones, ist wie bei Glas. Dass man die nur einmal richtig vernünftig nutzen kann. Und wenn man sie nur raushaut, sind sie kaputt. Bei Steinen ist es Cobblestone und bei Glas ja, sind sie halt hinüber. So, das gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir wirklich ganz gut. Was ich hier mitmache, das weiß ich noch nicht. Da werde ich wahrscheinlich sowieso was hinbauen. Nehme ich mal an. Gut, dann geht's weiter. Oh, hier ist noch Kakao. Ja, doch, so finde ich das nämlich hübsch. Es sieht zwar ein bisschen sehr industrialisiert aus, so sehr, irgendwie sehr, sehr steril, aber ja, das gefällt mir gut. Guck dir an, die Diamantschaufel ist bald auch schon kaputt. Okay. Dafür hat er wieder nicht genug Stein. Das ist jetzt quasi mit der letzte Cleanstone, den ich erstmal brauchen werde. Deswegen stört mich das nicht. Na komm, den nehmen wir auch noch mit. Ach, jetzt. So. Genau. Und so. Wie lange sind die Felder eigentlich? Das muss ich mal kurz auszählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das ist ja eine ganze Hausnummer. Ist ja eine Hausnummer. So, genau. Aber dann sind wir gleich durch. Das mit dem Stein geht ja Gott sei Dank recht zügig. Dass wir da nicht so lange drauf warten müssen. Und wieder ein verplempert hier. Wieder ein zu Cobblestone umfunktioniert. Das sind 28, 42 brauchen wir noch. 42.
Okay, dann grabe ich hier jetzt erstmal kurz alle aus. Vielleicht haben wir dann schon genug Stein. Ich möchte immer noch wissen, woher ich diese Möhre habe. Das kann ja echt nur von dem einen Zombie kommen, denn in diesem NPC-Dorf gab es ja keine Möhren irgendwie. Aus irgendeinem Grund haben die keine Möhren angebaut. Aber ich habe viele Knochen, das ist das Gute. Da kann man aus einer Möhre schnell mehrere machen. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Shit. Da muss der Ofen noch ein bisschen nachlegen. Ja. Ein bisschen Dampf drauf machen. So. 28 noch. Also 21 müssen noch kommen. 21 noch, Jungs. Mach hin, mach hin. Mach hin. 15 noch. So, was habe ich denn hier noch alles? Eisen. Eisen haben wir jetzt echt nicht mehr zu wenig. Ist noch mehr. Ist noch ein bisschen mehr Eisen. Und noch mehr. Ach Gott, guck an. Hier ist noch ein 64er Stack. Wo habe ich denn jetzt? Bin ich bekloppt? Ja, offensichtlich. So, da ist noch ein 64er Stack. Gucken wir mal, haben wir noch irgendwo Eisen rumliegen? Matthias hat sein Zeug hier auch wieder irgendwo hingeballert. Ach ja, da sind nochmal 40. Da ist nochmal Gold, das nehmen wir gleich mit. Hier ist kein Eisen, alles klar. Ja, dann stehen wir jetzt, was das Eisen angeht, doch echt sehr gut da. 4 64er Stacks, 1 39er. Gold haben wir, glaube ich, auch mehr als genug. Vor allem, da ich ja gar nicht weiß, was man mit dem Scheiß eigentlich soll. Kann man ein paar, keine Ahnung, ein paar Äpfel mit vergolden vielleicht bei Gelegenheit. So. Das reicht. Da haben wir genug. Yay, kann ich dann nur sagen. Achso. Ja. Muss mich auch erst nochmal an die Stecker gewöhnen, an die... So. Sehr schön. Nein, auch Oliver. Ja. Du weißt, dass er mit dem scheiß Cleanstone arbeitet. Ich hätte auch gerne das mit Glas gemacht und später von unten untermauert irgendwie. Aber gut. Das kommt vielleicht alles noch. Mal gucken. Mal gucken, was wir noch so an lustigen Ideen haben. So. Weiß noch nicht genau, was hier hinkommt. Hm. Hält nicht sonderlich lange, wa? Blöd. Warum ist das so? Na gut, dann fangen wir erstmal mit den Sachen an, die wir haben. Dazu hole ich mal kurz. Kann ich nicht holen, weil ich da gar nicht rauskomme. Doch, aber oben komme ich raus. Aber dann müssen wir uns echt relativ schnell was überlegen, wie wir das verbinden. Oh, hier ist ja. Wird gleich noch Arbeit gefordert sein. Ah, gleich habe ich ja genug Cleanstone. So, dann nehmen wir uns mal die Teile mit. Aber alle diesmal. Und dann nehmen wir uns auch den Sand mit. Fällt mir gerade ein. Das ist eine ganz gute Idee ist von mir. Den brauchen wir, um uns das Zuckerrohr anzupflanzen. Oder geht das auf Erde auch? Ich weiß es gar nicht. Egal, ich mach's mit Sand. Das ist das und das und das. Dürfte erreichen, oder? Sind das 28 Sand? Ja, 39, sehr schön. So, na, komm raus. Och,
Nun komm schon, das ist doch echt nicht so schwierig. Sag mal. Geht's eigentlich noch, oder? So. So, das wird ja alles weg. Was, wo wir schon mal da sind, können wir gleich noch ein, zwei Kühe füttern. Auf dass ihr euch mehret. Und den Geschlechtsakt frönt. Bist du schon wieder rausgeglitscht da? Das gibt's doch gar nicht. Ist aber wirklich nicht mehr zu klein jetzt hier. Nicht zu fassen. Rot und rosa ergibt. Da, hau ab. Rot und rosa ergibt rosa, okay. Ich dachte, vielleicht ergibt es sogar rot. Ups, was ist denn hier los? Da fehlt mir noch ein Sandstone. Na gut. Kannst du das lassen, vielleicht? Und so? So. Das mit dem Clean Stone kommt dann später, wenn ich genug davon habe. Oh. Ja, erstmal schön. Oh, da fällt mir was ein, was ich jetzt sofort mache. Das halte ich jetzt keine, jetzt wo ich es weiß, halte ich das keine Sekunde länger aus. Zu wissen, dass das immer noch da ist. So, Matthias, jetzt hat die scheiß Wolle hier ein Ende. Gibt es immer noch das Geheimnis, das er in meinem Haus versteckt hat. Mit dem ich nicht weiß, was es ist, aber. Pass mal auf, Kuh. Ich hau dich kaputt. Da habe ich überhaupt keine Bedenken bei. Außer, dass ich das Leder nicht einsammeln kann. Oh, der. Das Internetradio läuft ja heute recht flüssig vor sich hin. Bin ich ja ganz begeistert. Ja, ich glaube. Die zwei lassen wir noch machen und dann war es das auch mit Clean Stone. So. Sehr schön. So. Dann hauen wir hier gerade mal ein bisschen Erde rein. Ja, so natürlich nicht. So. Das sehen wir auch. Und dann holen wir uns mal eben noch das Leder, weil wir das nicht verschenken wollen. Achso. Aus irgendeinem Grund ist es jetzt schon in unserem Inventar. Interessant. So, dann holen wir uns das hier. Oh, wir haben ganz schön viele Seeds jetzt bekommen. Mehr als wir brauchen. So. Ja, das da hinten ist komplett zugewachsen schon wieder. Nicht ganz nachvollziehen. Warum das so schnell geht vor allem. Ja, das kannst du jetzt gerade mal abschminken. Was gibt's das denn jetzt nicht dein Ernst, oder? Jetzt echt nicht dein Ernst. Da stehst du da und feuerst auf mich, als wäre es nichts. So. 18 Diamanten, davon kann ich 2 entbehren. Für ein schönes Diamantschwert, das mich hoffentlich für eine Weile begleitet. Nein, den Diamanten nehme ich nicht mit. So. So, pass mal auf, Freundchen. Weißt du, was ich davon halte, wenn du bei mir am Zaun stehst? Gar nichts halte ich davon. Komm doch. Ja. So. Na gut. Und die hole ich mir. Die Knochen will ich haben. So. Und die Seeds. Spinnen kommen natürlich trotzdem rüber, ne? Die können ja klettern über das. Aber gut. Das soll uns jetzt mal für einen Moment nicht interessieren.
So. Und da. Sind wir jetzt komplett? Ja, ne? Tutti kompletti. 1, 2, 3, klack. 2, 3, ach komm, so jetzt. 2, 3, klack. Nein, so nicht. 1, 2, 3, klack. 1, 2, 3, klack. 1, 2, 3, klack. 3, klack. 1, 2, 3, klack. 1, 2, 3, klack. 1, 2, 3, klack. So. Da haben wir also schon mal Korn. Was wir jetzt brauchen, sind Knochen und unsere Karotte. Wir hatten schon ein bisschen mehr. Naja, egal. Wir nehmen das erstmal so entgegen. Obelix, sind das etwa Karotten? So, und das gute Bone Meal. Achso, müssen wir erstmal. Habe ich ja ganz vergessen. Bevor hier irgendwas passiert, müssen wir erstmal die Felder bewässern. So. Genau. Und auf der anderen Seite das gleiche. Zack. So. Boah. Und so. Dann kann hier auch an den Möhren was passieren. Aber da helfen wir jetzt noch ein bisschen nach. Ah ne, wir machen jetzt erstmal. Machen jetzt erstmal kurz das Wasser überall hin. Sonst vergesse ich das wieder und dann gibt es wieder Aliens. Der Alte ist da, nichts ist gemacht. Wie stehe ich dann da? So und so. Und so und so. Und das klappt nicht. So. Aber so. 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 Und hier geht noch ein bisschen was. Und da geht auch noch ein bisschen was. Hier nochmal. Ähnlich. So. Und da rein. Und da rein. Und da rein. Und hier. Auf ein letztes Mal. So. Jetzt meine ich es, glaube ich, zu gut mit der Geschwindigkeit hier. So. Genau. Schön. So, wo ist das Bone Meal? Da habe ich dich. So. Wie viele Karotten gab das jetzt? 2, also nicht viel. Das ist ja nicht viel. Aber. Zack, zack, zack. Das gab 4, glaube ich. Das ist. Hey, ist da nicht noch eine 4. rausgekommen? Offenbar nicht. Aber das ist ja auch schon mal was. So, ich hole mal die anderen Knochen. Ich möchte ehrlich gesagt das ganze Feld voll haben von dem Zeug. Vor allem nehme ich auch mal die Kartoffeln mit. Bei denen werden wir auch noch ein bisschen nachhelfen müssen. So. Bone. Bone Meal. Na. So. Haben wir Gott sei Dank einiges von gesammelt über den Tempel. Möchte nicht wissen, wessen Knochen das überhaupt sind. Ja, siehst du, es gab doch 4. Ist doch vernünftig. So.
So. Und so. Ja. Ja, das ist etwas enttäuschend. So, 63, da haben wir noch einiges. Bam und bam. Voll. 6, hä? Ach, hab ich das... Naja. So. Nein. So. Kommt, wachst. Wachst, ihr kleinen Teufel. Ihr kleinen orangenen, gesunden Teufel. 1, 2, 3. So, 5. Bald sind wir soweit. Bald haben wir es geschafft. Dann ist das ganze Feld voll von Möhren. Ja. Aber nicht, wenn es immer nur so wenige gibt. Kann ich nicht ertragen. So. Parts und Parts und Parts und Parts. Das reicht mir nicht. 2 Möhren reicht mir nicht. Okay. Das waren 3. Vernünftig. So, machen wir mal gut. Nicht, dass ihr mir gleich wieder zuwachst hier. Ja, okay. Dann ihr. 9, das ist doch schön. Ist hier auch noch eine drin gelandet? Nee. 2, ach komm. Einmal kurz gesprungen da. So. Das ist doch gut. Damit sind die Karotten offiziell angepflanzt. Die ich echt wirklich doch durch einen großen und schönen Zufall erhalten habe, scheinbar. So, Kartoffeln. Weil ich es kann. Aha, genau. Sag ich ja, hier kommt das gleiche nochmal. No, das ist aber auch wirklich sehr sparsam. Sehr sparsam. Das ist besser. Wie viel brauche ich noch? 5. Nee. So, komm. Ah, hier, so. Now we're talking. Oh, da war eine Vergiftete dabei, ja? Ja, poisonous. So. Na also. So geht es doch. Und wir haben sogar schon unsere ersten... Was sehe ich denn da? Da kein Platz für Zuckerrohr. So was, den machen wir, glaube ich... Hier irgendwo anders, irgendwo dazwischen. Eigentlich brauchen wir auch nicht viel Zuckerrohr. Ich möchte ja irgendwo hier, möchte ich ja die Melonen haben. Na, jetzt machen wir erstmal mit den Kürbissen weiter. Hatte ich nicht irgendwo Kürbisse? Irgendwo waren noch zumindest ein paar Kürbiskerne. Zumindest Kürbisse. Aber die Kürbiskerne sind scheinbar alle draufgegangen, ne? Das ist ungünstig. Komm, hier machen wir mal ein bisschen Baked Potato. Ich spüre schon wieder so einen kleinen Hunger für zwischendurch kommen. So. So, wie viel gibt das? 20. Na gut, das reicht ja. Ist ja mehr als genug. Komm, und da werden wir auch mal ein bisschen wachstumsförderndes Bohnenmehl drauf knallen jetzt. Wo wir doch so viel haben und gleich nicht mehr.
reicht ja. Oh, da ist der erste Kürbis. Very good. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir Eier kriegen. Oh, hier ist auch schon der erste Kakao, ist auch schon fertig. Dann können wir mal den abernten und ein bisschen weiter verteilen. Unsere kleine Kakaofarm hier auch möglichst. So. Da. Na, gib her. So, ich merke auch, dass ich Hunger bekomme. Also tatsächlich mal wieder, auch mal wieder in der Realität etwas passiert. Im RL sozusagen. So. Fehlt nur noch ein Baumstamm. Haben wir so ziemlich angeerntet. Ja, und das Feld da hinten bleibt frei für... Bleibt frei für Melonen, ne? Irgendwie müssen wir ja nochmal rankommen eines Tages an Melonen. Und damit ist der erste Teil dieses Hauses eigentlich, also der zweite Teil dieses Hauses, schon mal soweit fertig. Jetzt geht es darum, die Felder zu bestellen. Aber ich glaube, bevor ich die Felder, also die Felder, Quatsch, die Stelle... Bevor ich das mache und vernünftig mit dem Haus verbinde, werde ich, glaube ich, tatsächlich ein kleines Häuschen für Equipment bauen. Ja. Na gut, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen und DDGX out.